Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt ihr einen stressigen Tag gehabt? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Für das Anti-Stress-Training sorgt am besten für eine ruhige Umgebung und vielleicht sogar für einen dunklen Raum. Dazu legt ihr euch entspannt auf den Rücken, Arme rechts und links vom Körper, schließt eure Augen und konzentriert euch auf eure Atmung. Fühlt oder scannt euren Körper einmal durch. Wie schwer wiegen eure Beine? Wiegen sie gleich schwer? Oder ist ein Bein schwerer als das andere? Das Gleiche mit den Armen. Drückt ein Arm mehr an den Boden als der andere? Oder wiegen sie gleich? Wie liegen die Schultern? Ist eine Körperhälfte schwerer als die andere? Liegt ihr mittig? Ist eure Zunge entspannt oder drückt sie gegen den Gaumen? Wenn sie gegen den Gaumen drückt, lasst sie locker in den Mund fallen und entspannt euch. Nehmt eine Hand, legt sie auf euren Brustkorb und atmet tief in die Brust hinein, sodass sich die Hand hebt und senkt. Atmet durch die Nase ein und doppelt so lang durch den Mund wieder aus. So tief einatmen wie möglich und so tief ausatmen wie möglich. Nehmt die andere Hand dazu und legt sie auf euren Bauch und atmet jetzt nur in euren Bauch hinein. Wieder tief durch die Nase ein und doppelt so lang tief durch den Mund aus. Nur die Hand auf dem Bauch soll sich bewegen. Die auf der Brust soll ruhig liegen. Nur in den Bauch atmen, nochmal ein. Und aus. Nun wollen wir im Brustkorb und Bauchraum gleichmäßig tief einatmen und tief ausatmen. Also beide Hände sollen sich nun abheben. Doppelt so lang und tief ausatmen. Stellt euch beim Einatmen vor, euer Brustkorb und Bauchraum ist wie ein Ballon, den wollt ihr in alle Ecken und Richtungen aufblasen. Nochmal ein. Und doppelt so lang aus. Ein und aus. Legt die Arme wieder seitlich neben euren Körper ab und scannt euren Körper erneut. Wie schwer wiegen die Beine?
Wie schwer wiegen die Arme? Sind sie gleich schwer oder unterschiedlich schwer? Wie sehr drückt der Kopf in den Boden? Liegt ihr mittig oder schräg auf dem Boden? Ist eure Zunge entspannt? Nun gehen wir zum nächsten Schritt. Augen sind immer noch geschlossen. Wir spannen einmal alle Muskeln vom Körper von unten, von den Zehen beginnend an, nach oben und entspannen die dann in der gleichen Reihenfolge. Also wir beginnen, ziehen die Zehenspitzen nach oben, spannen die Wadenmuskulatur an, zusätzlich die Beinmuskulatur, drücken die Knie in den Boden, Oberschenkel anspannen, drücken das Gesäß fest zusammen, die Schultern pressen wir in den Boden, wir drücken die Ellbogen in den Boden, ballen die Fäuste, machen eine Grimasse im Gesicht, ziehen sie fest zusammen. Und nun lösen wir ganz langsam wieder die Fußspitzen, dann die Waden, die Knie lösen sich, die Oberschenkel, das Gesäß löst sich wieder. Die Schultern entspannen, die Ellbogen, die Fäuste gehen auf und das Gesicht entspannt sich wieder. Wir beginnen von vorne, Zehenspitzen anziehen, Waden fest in den Boden, Knie in den Boden, Oberschenkel anspannen. Das Gesäß zusammendrücken, Schulterblätter in den Boden pressen, Ellbogen auch in den Boden pressen, die Hände zur Faust ballen, das Gesicht eine Grimasse, den Kopf in den Boden drücken und nun entspannen wir nacheinander die Zehenspitzen, die Waden, die Knie, die Oberschenkel, das Gesäß lockern, die Schultern lockern, die Ellbogen nachlassen, Hände öffnen, die Grimasse weg. Den Kopf lösen. Nächste Runde. Zehen wieder anspannen, anziehen, Wadenmuskulatur anspannen, Knie in den Boden drücken, Oberschenkel anspannen, das Gesäß in den Boden, die Schultern in den Boden drücken, Ellbogen in den Boden pressen, die Hände zur Faust ballen, Grimasse schneiden, den Kopf in den Boden drücken und die Zehenspitzen lockern, die Wadenmuskulatur lockern. Knie lockern, Oberschenkel lockern, das Gesäß lockern, die Schultern, die Ellbogen, Hände öffnen, das Gesicht entspannen und den Kopf lockern. Und nächste Runde. Zehen anziehen, Waden anspannen, Knie in den Boden drücken, Oberschenkel, Gesäß, Schultern, die Ellbogen. Hände, Grimasse und den Kopf. Die Zehen lockern, die Waden lockern, Knie, Oberschenkel lockern, das Gesäß lockern, die Schultern lösen, Ellbogen lockern, Hände auf, das Gesicht entspannen und den Kopf lockern. Noch eine weitere Runde, die Zehenspitzen anziehen, die Waden anspannen, Knie in den Boden drücken, Oberschenkel anspannen, das Gesäß anspannen, die Schultern in den Boden drücken, Ellbogen in den Boden pressen, die Hände zur Faust, das Gesicht anspannen, den Kopf in den Boden pressen und langsam die Zehenspitzen lösen, die Waden lockern. Die Knie, Oberschenkel entspannen, das Gesäß lösen, die Schultern, die Ellbogen, die Hände öffnen, das Gesicht lockern und den Kopf lösen. Noch eine weitere Runde, die Zehen anspannen, die Wadenmuskulatur anspannen, die Knie in den Boden pressen. Oberschenkel anspannen, das Gesäß zusammenpressen, die Schultern in den Boden, die Ellbogen in den Boden pressen, die Hände zur Faust ballen, Grimasse schneiden, Kopf in den Boden drücken und langsam hier die Zehenspitzen lösen,
die Knie lösen, die Oberschenkel, das Gesäß, die Schultern, die Ellbogen, die Hände öffnen, das Gesicht entspannen und den Kopf entspannen. Das kann man jetzt noch weitere 5 bis 10 Runden wiederholen. Ansonsten beenden wir diese Übung wieder mit der Atmung. Wir legen uns entspannt hin, konzentrieren uns auf Ein- und Ausatmen, Brustkorb und Bauchraum gleichmäßig füllen und leeren. Durch die Nase ein und doppelt so lang durch den Mund wieder aus. Ein letztes Mal scannen wir jetzt noch den Körper ab. Wie schwer wiegen die Beine? Wie schwer wiegen die Arme? Liege ich auf einer Seite oder auf beiden Seiten gleichmäßig schwer? Wie schwer ist der Kopf? Ist meine Zunge entspannt? Und auf die Atmung konzentrieren. Wer mag, bleibt noch länger so liegen. Ansonsten wären wir mit unserem Training durch.